Hallo und herzlich willkommen in einer der nächsten Folgen. Willkommen zurück zum 3. Folge schon heute. Wow, wow. Ja, wir sind heute richtig produktiv. Das auch. Vor allem der Max. Wer ihn nicht kennt, ist ein Neuer, der bei uns im Wenzlandhaus, ein Zwerg. Guten Tag. Und hat die Aufgabe, das Örtchen Bergstätten auszubauen. Oder möchte das Örtchen Bergstätten ausbauen. Da waren wir ja schon mal vor ungefähr 10, 20 Folgen unterwegs. Und hier sind Hühner. Und wir sind jetzt einfach mal auf der Suche nach ihnen. Mit den Wegpunkten eingeblendet. So. Ich nehme mir am besten mal ein bisschen Proviant noch mit. So. Mache ich gerne mal, aber auch nicht zu viel. Muss ja dezent vorgehen hier. Guck mal, außer wenn man sowas sieht, guck mal, hier sind Kürbisse. Wir sind aber nicht in unserem Landkreis. Das bedeutet hier, ja, außerhalb des Wenzlandes kann man sowas machen, aber hier innerhalb des Wenzlandes ist sowas nicht so erwünscht. Es sei denn, man ist zu zweit auf Reisen und man kriegt es erlaubt, aber hier mache ich es nicht. Prinzipiell. Hier sind zum Beispiel diese Blumenebenen. Die finde ich richtig cool. Die sehen richtig schick aus. Vor allen Dingen hier so. Guck mal. Richtig schön. Sala. Nein, F1 wieder. Nicht 2. Na doch, 2. Diese spitzen Berge hier. Und hier geht der Fluss auch entlang. Aha, aha. Einmal hier so rüber. Und dann so schräg hier rüber. Schaff mal gerade so. Uiuiui. Hier war eine kleine Höhle. War aber Wasser drin, aber ich habe mich trotzdem ganz schön erschrocken. So. Bin im 730 Metern bei dir. Ein Dreiviertel Kilometer, aber soweit soll es ja nicht sein. Drüben ist ein Dorfbewohner-Zombie. Sieht er da hinten? Da hinten auf der Karte. Da so, da unten, irgendwo. Und da ist ein Fluss. Ein großer Fluss. Guckt euch mal diese Berge an. Ist doch herrlich, oder? Bist du auf Thumbnail drauf? Und das auch hier am besten mal, diese Landschaft. Sieht doch wunderhübsch aus. Wunderhübsch. Vor allem das Blumenbiom ist mit dem Bergbiom verbunden, ne? Das ist richtig schick, finde ich. Vor allem diese großen Blumenwiesen und dann. Ja. Uiuiui. Lalala, lalala, ui, hier ist Wasser, also ab auf den Berg. Oder auch nicht. Da laufe ich dann lieber mal am anderen Ufer entlang. Wenn du das noch nicht von Enrico gehört hast, jeder hat von Enrico, wenn er dir das noch nicht gegeben hat. Okay. Jetzt müssen wir mal hier ans andere Ufer den Esel schieben. Gut. Und zwar hat jeder am Anfang für sein Örtchen einen Lebensbaum bekommen. Einen Lebensbaum? Einen Lebensbaum. Einen Lebensbaum, sehr schön. So, dieser Lebensbaum bekommt jeder, der ein Dörfchen hat, also Dörfchen anfängt. Und kann den dann pflanzen. Hm? Ja, und der sollte recht groß werden, deswegen gibt es da einen kleinen Trick, den kann ich dir ja zeigen, wenn ich bei dir bin. Dazu brauchst du schöne Blumen hier, ne? Dazu brauchst du
8 Zäune deiner Wahl ist ein Eichenbaum. Und dann zeige ich dir das mal an irgendeinen Eichensetzling, wirst du ja irgendwo rumoxidieren haben. Und dann kannst du ja mal den anfragen bei Enrico. Der würde dir dann auch hundertprozentig geben. Weil sowas Schlimmes ist er gar nicht. Guck mal, dort hinten, da, noch 360 Meter, da ist es. Jetzt muss ich hier nur gut den Berg runterkommen. Ah, siehst du schon mal ein kleines Örtchen oder was? Ja, so in der Ferne. In der Ferne. So. Da ist es. Boah, zum Glück im Wasser gelandet. Guten Tag. Da ist Bergstetten. Dann werde ich jetzt mal gleich vorbeikommen. Und aber nicht so schnell laufen, meine lieben Freunde. Guckt mal, was hier ist. Oh, eine Schlucht. Ich wäre fast in die Schlucht geritten. Das ist eigentlich so eine ideale. Du brauchst gar keine Mauer, du brauchst nur Schluchten ringsrum, ne? Da kommt Wir niemand haben eine drüber. Mine gefunden mit zwei anliegenden Schluchten. Guckt euch das an. Eine Mine mit zwei anliegenden Schluchten. Hammer sieht's aus. Hammermäßig. Dort oben ist der Hexenturm. Das ist geschichtlich. Hier haben sie schon mit dem Weg angefangen. Aha. Na, mal sehen, wenn er fertig ist. Wanderweg nach Hohenstein. Genau. Der ist Noch leider noch nicht fertig, ist aber. es ja der Landkreis vom lieben Serlo. Höchstwahrscheinlich, aber wenn der liebe Max sich bereit erklärt, er hat einen Dorfbewohner drin, war wahrscheinlich ein Dorfbewohner Zombie irgendwann mal. Hübsch, hübsch. Ach, da hast du türkisen Farbstoff gebraucht. Für das Eingangstor. Das wird später. Ein kleines Dörfli. Ein kleines Dörfli, genau, Max. Ah. Also, hier bin ich, hier drüben, beim Feld, am Karottenernten. Ich habe gerade einen Zombie gehört. Ne, egal. Ich will erstmal kurz dieses Häuschen fotografieren. Ja, erstmal von allen Seiten. Eine schwebende Birke, eine Schwebbirke. So. Und dann vielleicht von Warum der sehe ich nur den Seite. Esel und nicht dich? Ja, das ist Das ein Pferd hat einen alger, Eigenwillen. allgemeiner Bug. Stell dich mal, bleib stehen. Ein Stück zurück. Nach links. Noch ein Stück zurück. Nach links. Andere links. Stück zurück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Ja, jetzt ein klein wenig nach rechts drehen. Und ein klein wenig. Und zu mir gucken, so dass du gerade zu mir stehst. Genau Ja. so, nur noch zu mir drehen. Genau, super. Bäm. Dankeschön. So, jetzt siehst du Da mich. ist er auch. Geh dann auch mal kurz in mein Häusli, mein kleines Häusle und leg mich mal ans Bett. Korrekt. Ich höre zwar hier ein Zombie, aber ist wahrscheinlich unter uns. Nehme ich an. Na, ich habe schon gedacht, Ute, du bleibst hier. Nicht springen. Die springt gern. Wo ist die? Wo ist die schon wieder? Guck mal, die will springen. Die will nach Hause. Nein, Ute, nicht springen. Ah. Und jetzt zeige ich dir den Ort des Geheimprojektes. Ein Geheimprojekt. Ja, sehr geheim. Kann ich irgendwo meinen Esel abstellen? Wenn du ein Seil hast, kannst du den ja gerne Ich habe kein einfach. Seil. Dann musst du den in ein Haus stellen. In ein Haus stellen. Genau, suchen wir uns doch mal hier so. Guck mal, das Haus ist doch hier nett. Oder die Kirche hier unten. Einfach rein, rein und dann Tür zu. Ja, guck mal nach oben.
Kommen wir mal zurück. Das passt dir nicht durch. Ja, es passt nicht durch. Wie sieht das von unten aus? Autsch. Nein, nicht auf den Dächern. Nicht springen. Und sie ist gesprungen. Ist sie gesprungen? Ja, warte. Ich helfe dir. Also die. Ich reite sie mal in die. Springen. An die Schmiede. Ja, so. Hast du Zäune dabei? Oh, oh. Ich hab 11 Erde. Kannst du mir kurz helfen? Jetzt. Lass dir gerade mal fest. So. Nein. Du bleibst da. Super. So. Genau. Einfach zumachen. So. Oder du haust mir nicht ab. So. Hast noch ein bisschen Licht? Genau. Ich folge dir unaufhörlich. Hier bin ich. Jo. Wir müssen jetzt nämlich hier oben lang.